Herzlich willkommen zum dritten Video zu Surviving Mars Green Planet DLC. In der letzten Folge haben wir ja den Grundstein gelegt, ne, für Terraforming, dass wir jetzt anfangen können, den Mars Step by Step grün zu machen. Wir gucken mal, wie es in dieser Folge weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, ich dachte ganz kurz, wartet mal, ist es hier schon grüner geworden? Schaut mal hier, Leute. Moment, was ist das eigentlich? Moment, kann man noch. Pflanzentyp Flechten. Gras geht noch nicht. Flechten verbessern die Bodenqualität. Sie benötigen keine gute Bodenqualität, um zu wachsen. Verbreiten sich aber nicht von allein. Okay, dann machen wir erstmal überall Flechten. Ich glaube, Leute, wir haben den Mars grün gemacht. Ein ganz klein wenig. Zu 0,01%. Schon viel schöner, oder? Schön, ich freue mich. Das ist jetzt richtig idyllisch hier. Ah, ich bin nochmal super gespannt dann hier auf die Seen und Flüsse und so. Mal gucken, wie das funktioniert. So, Kuppel wird fertiggestellt, sehr cool. Bup. Okay, und jetzt hätte ich gerne eine Wohnungsanlage. Dann hätte ich gerne eine Forschungsstation. Forschungslabor. Ich glaube, ich fände es trotzdem gut, wenn die autark Nahrung bekommen würden. Wir machen mal eine Hydrokulturfarm. Erstmal für den Anfang. Ja, und wahrscheinlich noch ein Krankenhaus, oder? Krankenstation ist, glaube ich, immer ziemlich gut. Ist das ein Dreieck? Das ist ein Dreieck. Machen wir so hin. So, und dann lasse ich das eben fertig bauen. Was brauchen wir denn für die Wohnung? Noch Beton. Okay, dann würde ich sagen, wir holen schon mal die Passagiere ran. Nachschub, Passagierrakete, 9 von 12 ausgewählt. Filter, wir wollen jetzt vor allem viele Wissenschaftler haben. Spezialisierung, Wissenschaftler. Anwenden. Jetzt kriegen wir einen Offizier, einen Mediziner, 8 Wissenschaftler, einen Ingenieur und einen Botaniker. Das finde ich gut. Starten. So, trotzdem starten. Also wir sollten auf jeden Fall nachziehen. Wir brauchen mehr Windräder. Wir werden jetzt ja sowieso bald Maschinenbauteile herstellen. So, ich verteile die jetzt mal ein bisschen, ne? Damit nicht alles zusammenbricht, wenn irgendwas passiert. Machen wir hier nochmal 4 Stück hin. Machen wir gleich 5. Also. Okay, wie sieht's aus mit dem Scan? Die sind auch dabei. Aber wir machen jetzt erstmal hier die ganzen Gebiete, wo viel bebaubar ist. 60%, 65, 86, 69. Okay. Sind die mit der Rampe schon fertig? Das sieht gut aus, ne? Wartet mal. Oh. Hier ist ein bisschen Geröllüberschuss. So, aber die Rampe ist ready, Leute. Wir kommen jetzt sogar hier nach oben, wenn wir wollen. Sehr, sehr geil. Cool, freue ich mich. Und es gefällt mir auch ganz gut, ne? Wir können hier runter und dann schnüm und dann da hoch. Das ist sehr schön. So. Ja, die Drohnen sind noch dabei, den ganzen Müll zu verteilen, oder? Ja, das dauert noch ein bisschen. Wie die immer sofort aufhören zu arbeiten, sobald man das Ding bewegt, den Kommandeur. So, Rakete 74%. Bist du voll? Ne, noch nicht ganz. Aber gleich. Okay, Stromüberschuss 69. Aber wenn die Windräder fertig sind, sollte das passen. Wasser müsste eigentlich easy hinhauen. Wie viel haben wir noch? 11.800. Ne, 9.000 von 11.800. Das dürfen wir auch nicht verpeilen. Der Mars wird immer grüner und grüner und grüner. Muss man überlegen, ne? Früher oder später haben wir hier Seen und Flüsse und Bäume und alles, ne? Also, das ist nur der Anfang. Das ist nur ein kleiner Klecks. Sauerstofftank ist ready. Strom auch, also der Akku hier, der ist auch voll. Die Wassertürme sind auch gefüllt. Okay, also wenn jetzt hier irgendwas gekappt wird, weil ein Meteorit einschlägt, dann haben wir kurzzeitig so ein bisschen Vorrat. Rein theoretisch müsste die Forschung jetzt gleich einen übelsten Boost bekommen. Wir schauen mal, ne? Wir sind aktuell geschätzt pro Sol 100. So, und jetzt sind ja hier super viele Wissenschaftler dabei. New colonists have arrived. Es konnte keine Nahrung geerntet werden. Das ist okay. So, Moment, wir machen mal so. So erstmal. Ich weiß nicht, ob wir hier schon. Haben wir Nahrung auf Lager?
Hier haben wir eins. Hier haben wir auch eins. Das haben die schon rübergebracht. Ich werde mal hier Nahrung deaktivieren. Hier genauso. Wunschmenge. Machen wir mindestens 10 erstmal. Forschungslabor. Hier würde ich gerne noch eine Schicht einrichten. Und noch eine zweite Schicht. Eine dritte haben wir, glaube ich, nicht die Manpower, oder? Freie Arbeitsplätze 1, freie Wohnplätze 2. Ja, das sollte so hin. So. Rein theoretisch müsste die Forschung jetzt gleich übelst schnell vorangehen. Ich mache mal eben hier ein bisschen Geschwindigkeit. Und die Rakete können wir auch wieder starten hier. Schauen wir mal, Treibstoff ist voll, Rest ist belehrt, sehr schön. Los geht's. So, und die ganzen 20 Drohnen hier, die müssten sich jetzt eigentlich hier irgendwo zuordnen. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt gleichmäßig verteilen oder ob die zu dem Hub gehen da. Gucken mal. Die sind auf jeden Fall kaputt. Sind die jetzt kaputt durch die Rakete, weil die gestartet ist und die waren drunter? Oder was ist los? Aber die anderen Drohnen kommen zur Hilfe und reparieren, oder was? Das ist lieb. Oh, guck mal. So, bewegt das sich jetzt auch? Oder gehören die jetzt zu der Rakete? Das gehören die zu der Rakete. Erneut zuweisen, genau. Das Drohnen-Hub hier. Das scheint funktioniert zu haben. Ja, die haben sich neu verbunden. Das kann ich ja mit denen hier auch machen, direkt, wenn ich will, ne? Neu zuweisen. Das Drohnen-Hub, bitte. So. Okay. Alles klar. So, jetzt haben wir hier 27 Drohnen. Das ist ordentlich. Also hier sollte erstmal alles laufen, rein theoretisch. Denke ich zumindest. So, Forschung. Ja, guckt mal hier. Die Forschung hat sich verfünffacht. Forschungsgebäude kriegen wir jetzt 444. Das heißt, Stilllegungsprotokoll haben wir jetzt auch bei Ray. Sehr cool. Und dann können wir endlich den Sportplatz abreisen. Und dann sind wir in der Lage, Maschinenteile herzustellen. Ja, weil wir dann hier die Maschinenfabrik dann hinsetzen. Wir haben ja sogar relativ viele Geologen hier. Das heißt, das ist dann gut hierfür. Cool. So, und der Mars wird grüner und grüner. Research complete. Ah, nice. Okay, wir haben Stilllegungsprotokoll abgeschlossen. Krass, wie schnell das jetzt ging, ne? Ergo, wir können jetzt endlich den Sportplatz abreißen. Neu aufbauen, löschen. Ah, Mann. Übrigens, Sie wundern hier, nicht funktionierendes Gebäude. Das ist, weil wir keine Samen mehr haben. Das ist hier die Aufforstfabrik. Wir brauchen mehr Samen. Das ist nicht so schlimm. So, Leute. Okay, wir können die Rakete auch wieder starten. Das gucken wir uns eben noch an. Bin ich immer ein großer Fan von. Ich mag auch das Baumsymbol, bin ein großer Fan von. So, und jetzt bauen wir hier endlich die Maschinenteilfabrik hin. Metall haben wir noch genug, oder? Ja, 124 und wie gesagt, hier können wir dann noch abbauen. Ich weiß nicht, wie sieht es denn von Arbeitsplätzen aus? Es sind 7 arbeitslos, das ist super. Das heißt, wir haben genug Manpower übrig. Produktion. Maschinenteilfabrik. Die Wartung kostet elektronische Teile, aber wir haben noch 40 Stück, das ist okay. Verbrauch 50 Strom. 1, 2, 3. Das war 3, 4, 5. So, dann bauen wir das erstmal fertig. Und im Anschluss bauen wir die Maschinenfabrik. So, Wasser ist noch alles im grünen Bereich. Sauerstoff ist auch okay. Strom müsste dann auch noch passen. Sieht erstmal alles okay aus. Maschinenteilfabrik. So, pop. Insgesamt haben wir schon 26, 12 nochmal dazu. 38 Einwohner haben wir schon. Wie, ist schon fertig? Okay, das ging schnell. Maschinenteilfabrik ist fertig.
Ich glaube, wir können sogar zwei Schichten machen. Ja, das haut hin, ungefähr. Also drei Leute können dann nochmal hier arbeiten. Geologe, Ingenieur. Ingenieur ist gut. Geologe ist nicht so gut. Okay. So, wir produzieren jetzt 5,4 Maschinenteile pro Soll. Das ist schon mal nice. Das heißt, wir können jetzt Step by Step komplett auf Windräder umsteigen, eigentlich. Ne? Ich würde jetzt erstmal noch hier stehen lassen, die Solarkollektoren. Aber bald können wir rüber switchen komplett. Was schon mal nice ist. So, lassen wir mal Forschung eben schauen. Wir sind jetzt gerade bei Mars Crowdfunding. Das ist auch gleich fertig. Das geht jetzt richtig schnell. Das ist cool. Das geht jetzt schon viel, viel schneller als davor. Das ist super. Research complete. Sehr schön. So, und dann lassen wir mal gucken. Schaut mal, wie idyllisch schön der Mars schon ist. Es sieht ja wirklich aus wie Schimmel. Aber früher oder später haben wir hier irgendwann Bäume und Seen und so und Strände. Mal gucken. Schauen einfach mal. Wir haben aktuell Temperatur schon 1,33% und Vegetation haben wir schon 0,02%. Also das Terraforming läuft auf Hochtouren. Ich würde jetzt erstmal versuchen, dass wir die ganzen Sachen hier, Polymer, Maschinenteile machen wir ja schon, und elektronische Geräte, also Polymer und elektronische Geräte, dass wir das erstmal autark selber produzieren können. Das wäre erstmal geil, dass wir das nicht jedes Mal von der Erde ordern müssen. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir das jetzt erstmal hinkriegen würden. So, dann lass mal gucken. Treibstoff haben wir schon, Maschinenteile haben wir schon gebaut. Hier haben wir Elektronikfabrik. Stellt aus Edelmetallen elektronische Geräte her. So, dann muss ich mal eben schauen. Edelmetalle haben wir auf jeden Fall hier. Das könnten wir hier abbauen, ne? Unterirdisches Edelmetall vorkommt, 333. Hier haben wir auch nochmal eins. Das ist aber nicht in der Range von der Kuppel. Ey, Leute, hätte ich die Kuppel ein bisschen weiter nördlich gebaut. Aber er hätte Fahrradkette, ne? Ist jetzt egal. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall später hier auch noch eine Kuppel bauen. Aber müssen wir wahrscheinlich sowieso, weil die zu klein ist. Ist schon okay. So, brauch einmal Edelmetall und stell dann Standardproduktion 9 elektronische Geräte her. Okay. So, wie ist mit Polymer? Was brauchen wir für Polymer? Vielleicht ist das einfacher. Erzeugt Polymere aus Wasser und Treibstoff. Das ist einfach. Das kriegen wir easy hin. Wassererzeugung 6,4. Ich glaube, wir haben eine Wassererzeugung von 8. Weil wir zwei solche Teile haben. Die können nämlich 4 produzieren und wir haben 2. 2 mal 4 ist 8. Das habe ich eben im Kopf ausgerechnet. Ergo, wir bauen erstmal Polymerfabrik. Und dann können wir nämlich schon mal selber Polymer herstellen. Das Problem sind jetzt die Arbeiter. Wir haben sogar 2 freie Arbeitsplätze. Ich glaube, way to go wäre, noch eine zweite Kuppel zu bauen, oder? Am besten hier irgendwo in diesem Bereich, hier wo wir auch Treibstoff haben und so. Und dann Polymerfabrik. Wir müssen aber eventuell Wasserproduktion noch etwas erhöhen. Das könnte sonst knapp werden. Ich würde mir hier noch einen dritten hinbauen. Wir hätten dann hier oben auch nochmal. Wir können dann später quasi hier auch noch rüberziehen. Oder ich schließe hier erstmal an. Dann dauert es... Hier ist auch nochmal Wasser. Ey, das ist ja der Wahnsinn hier. Ich glaube, ich baue hier oben einfach noch so ein Ding hin. Ich muss nur gucken, ist das in der Range? Ansonsten sollte ich es lassen. Moment. Das ist sogar in der Range von dem Drohnen-Hub. Ja, dann würde ich hier noch einen Wasserextraktor hinsetzen. So hier. Und dann würde ich das mit dem Strom verbinden. Muss jetzt nur gucken, dass das in dem Hub drin ist. Das Hub ist hier. Ja, wir können das einfach so hochziehen. Ich würde es ein bisschen noch hier rübersetzen erstmal. Bis ungefähr hier hin. Machen wir mal so hier, dann kann ich es ja so lang ziehen. Dran vorbei. So. Und Wasserrohre können wir auch schon mal machen. So, so, so. Und hier hatte ich... Ah, das ist schon weggegangen, dieser Bubsel, der da drüber war. Sehr schön. So, okay. Betonmaschinenteile brauchen wir dafür. Das ist ja easy. Kostet ja wirklich nichts. Hm. So, und jetzt wollte ich gleich noch eine zweite Kuppel starten. Die in diesem Bereich ist quasi unsere dritte. Meint ihr, das reicht? Wenn ich so baue, wäre das Edelmetall mit drinne. Das wäre Pork. Das ist Metallvorkommen. Lass das mal schnell abbauen. Wir versuchen das mal. Und dann würde ich das einfach hier hinsetzen irgendwo und hoffen, dass wir vielleicht sogar noch das Edelmetall abbauen können. Ich weiß es halt nicht. Das ist genau an der Grenze, ne?
So, währenddessen würde ich gleich mal noch erkunden. Wir haben ja 4 Anomalien irgendwo. Hier ist eine. Da ist eine. Das ist, glaube ich, auch eine Anomalie. Hier oben haben wir keine mehr. Okay. Das Coole ist, dadurch, dass wir jetzt hier geterraformt haben, guckt euch mal die wunderschöne Rampe an, können wir jetzt auch hier runterfahren mit dem Erkunden. So, nehmen wir erstmal das hier mit. Anomalie scannen. Let's go. Erkunder ist unterwegs. Ich finde das auch cool irgendwie, die Map, so mit diesen ganzen Höhenunterschieden und so. Ich glaube, das wird später sehr, sehr episch aussehen, wenn das dann alles grün ist und Wald und Vogelgezwitscher natürlich, ne? Logisch. Okay, dann warten wir mal eben, bis die hier ready sind. Mit dem Abtransportieren. Ich mache jetzt einfach ein bisschen schneller wieder, ne? So, theoretisch hier Wasserextraktor wird gerade gebaut. Und ich gehe jetzt aber davon aus, dass Wasser auf Null bleibt, weil ich glaube, das passt sich immer an. Ich glaube, das passt sich immer an. Unsere Wasserspeicher sind auf jeden Fall voll. Wir können rein theoretisch auch schon mal hier einen Rohr lang bauen. Hier ungefähr lang. Bis hier runter, würde ich sagen. Setzen wir mal. Wir können auch schon mal Strom machen, ne, als erstes. Setzen wir mal hier an. Bis hierhin erstmal. Dann muss ich weiter überlegen. Oh nein, jetzt habe ich über die wunderschöne Wiese gebaut hier. Aber man sieht, wie das immer mehr... Guck mal hier, Alter. Krass. Unsere Flechten. Es breitet sich wirklich aus. Sehr schön. Ey, und vor allem, wir sind erst bei 0,03. Was soll denn das dann werden später? Ja. Machen wir erstmal schon dieses kleine Stück. Okay, bin jetzt mal ein bisschen schneller hier. Stopp, stopp, stopp. Wir haben ein Leck entdeckt. Okay, darum wird sich aber gerade gekümmert. Die Drohne ist fleißig am Reparieren. Und daran sieht man auch, deswegen ist es unfassbar wichtig, dass man alles, was man baut, idealerweise immer in der Range von den Drohnenhubs hat, sodass die Drohnen dann immer gleich reagieren können. Wir haben übrigens eine hohe Drohnenlast. Wir könnten vielleicht ein bisschen umverteilen. Die Drohnen haben... die chillen alle. Und die haben quasi Urlaub. Hier haben wir 28 Drohnen. Drüben haben wir nur 11. Ich würde mal so... Und wir bauen drüben sogar noch eine Kuppel. Wisst ihr? Also drüben ist bald ganz schön viel los. Ich würde mal die hier nehmen. Wie viel sind das jetzt? 8 Stück. Erneut zuweisen. Und die würde ich jetzt hier zuweisen wollen. Hat das funktioniert? Das scheint funktioniert zu haben. So, die bewegen sich jetzt rüber. Und ab dem Moment haben wir dann drüben etwas mehr Drohnenpower. Jetzt haben wir hier 20. Wir könnten vielleicht sogar noch ein paar mehr rübernehmen. Hm? Und hier haben wir 19. Drohnenlast gering. Okay, wenn die gering ist, würde ich vielleicht erstmal... Ne, wobei, wir bauen da noch eine Kuppel. Ich nehme mal nochmal 2. Neu zuweisen. Und dann nehmen wir die auch noch mit rüber. So, jetzt haben wir hier 21, ne? Ja. Drohnenlastmittel. Okay, dann gucken wir mal. So, das Leck wurde repariert. Hier sind sie noch dabei zu bauen. Kabel haben sie auch schon fertig gebaut. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Metalle hat er fertig abgebaut schon? Jo, hat er aufgeladen. Sieht man hier hinten. Da, da ist das Metall. Was eben noch im Weg war. Hier sind Metalle. Das bitte einsammeln. Einfach alles. Und entladen. Bitte. Hier. So, jetzt müsste er sich wieder automatisch drum kümmern. So, und jetzt haben wir hier schön Platz, um noch eine Kuppel zu bauen. Überspannung. Es leuchten plötzlich einige rote Lichter auf und Funken fliegen aus dem Terminal, das unsere Stromnetzwerke überwacht. Eine Überlastung unserer Stromnetze hat eine massive Überspannung ausgelöst. Die Gefahr ist groß, dass es zu einer Überlastung des gesamten Netzwerks kommt, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Panik, mehrere Gebäude gehen kaputt. Wirklich? Ihr könnt einfach Panik auswählen? Ich würde einfach 10 Stromerzeuger für 3 Sols abschalten machen. Ich glaube, das ist jetzt das Einfachste. Machen wir mal. Jetzt haben wir noch 14. Okay, Leute, ich muss ganz schnell Windräder bauen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Impact nicht so krass ist. Okay, dann bauen wir hier mal noch welche hin. Also wir machen zwar bloß 14, aber in der Nacht werden wir dann zu krass im Minus sein. So werden die Batterien langsam alle.
Und das wird bedeuten, dass wir dann bald keinen Strom mehr haben. Ich baue mal noch schnell hier welche hin. Wir haben halt hier noch 4 Drohnen, oder? Aber ich denke, die sollen das trotzdem hinkriegen. Wobei, die haben hier so wenig zu tun. Ich nehme hier auch nochmal 4 Stück. Erneut zuweisen. Und dann ordnen wir die erstmal hier, dem Hub zu. Dass sich das noch ein bisschen besser verteilt, weil die hier gerade was machen. So, die müssten sich jetzt eigentlich auch dahin bewegen, ne? Ja, sieht gut aus. So, das ist nicht gut. So ist perfekt, Leute. Bauen wir den so. Dann geht's, haut das auch schön hin mit dem Kabel, was wir platziert haben. Und das Edelmetall ist auch mit dabei. Let's go. So, okay, cool. Dann ziehen wir das hier wieder fort. Bis hier hin. Und das Kabel muss, glaube ich, eins weiter. Aber werden wir gleich sehen. Das sehen wir gleich, Leute. So, okay, weiter geht's. Nicht funktionierendes Gebäude. Aufforstungsfabrik. Ich glaube, die bekommt zu wenig Saatgut. Ja, ja, die braucht Saatgut. Und dann forste die auf. Und Saatgut müssen wir anbauen. Okay, ich würde mal hier dieses Weizengras austauschen mit Saatgutnutzpflanzen. So, sehr gut. Also hier können die noch alles reparieren, aber wenn wir jetzt hier weiterbauen sollten, müssen wir dann hier noch einen Drohnenhub hinsetzen. Das wäre wichtig. Ne? Das ist ja wirklich jetzt an der Grenze. So, aber guckt mal, es ist so cool. Dadurch, dass wir jetzt hier die ganzen Drohnen rübergeschickt haben, und wir jetzt hier über 20 haben, das Gewusel wird immer krasser. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es dann auch richtige Drohnen-Shuttles und so, ne? Also das Gewusel, das wird richtig heftig über die Zeit. Okay, die Kuppel ist ready. Wohnanlage. Bup. So, dann die Polymerfabrik. Können wir ja an sich auch schon mal bauen. Da werden die jetzt erstmal einiges zu tun haben, die Drohnen. Oder wir machen hier erstmal alles fertig. Ich glaube, das ist sogar schlauer. So, ist das schon mit Strom verbunden? Ist schon verbunden, wunderbar. Jetzt müssen wir noch gucken. Überschuss 33. Wir müssen gleich mal schauen, wie es in der Nacht aussieht, weil wir haben immer noch das Problem, dass hier das nicht läuft, wegen diesem Event, was da losging. Hm? Also mal gucken. Dann hätte ich gerne wieder eine Weltraumbar, irgendwas zur Unterhaltung. Ist halt ganz schön groß, ne? Aber es ist jetzt so. Dann brauchen wir ein Nahrungslager. Würde ich direkt davor bauen, sodass die Drohnen noch rankommen. Polymerfabrik. So, die bauen wir außerhalb. Die muss jetzt in der Range von der Kuppel sein. Würde ich sogar so nah wie möglich ranbauen, oder? Dann ist der Arbeitsweg nicht so groß. Dann können wir hier sogar noch was Kleines rechts daneben bauen. Würde ich mal hier hinsetzen, die Polymerfabrik. So. Und Nahrung wäre, glaube ich, auch noch gut. Also hier haben wir 23. Aber ich finde es erstmal nicht schlecht, wenn die autark noch was herstellen können. Stellt Nahrung her, der Wasserverbrauch hängt von der gewählten Nutzpflanze ab. Arbeiter 6. Wir haben auch ein paar Botaniker dabei, ne? Okay, lasst mal so eine Farm bauen. Ich würde mir die gerne mal angucken, ich kenne die nicht. Bauen wir mal hier hin. Ich könnte mir vorstellen, dass das besser ist als so eine Hydrokulturfarm. Schauen wir einfach mal. So, wir sind fleißig dabei. Gefunden Anomalien 2. Wo haben wir denn noch welche? Hier ist noch eine. Da würde ich mir mal eben den Erkunder schnappen. Dann ist dann da die nächste. Einfach Shift, rechte Maustaste. Und dann müsste der theoretisch das dann direkt danach machen. Haben die jetzt schon alles geordnet und so? Das sieht gut aus, Leute. Die haben ja alles, die Gesteine und so von der Rampe sind dort. Aber schön da, wo sie sein sollen. Das heißt, wir können jetzt hier auch nach oben fahren, wenn wir wollen. Sehr cool. Okay, das Terraforming ist ready. Dann würde ich den jetzt erstmal wieder zu mir in die Base bringen, falls wir irgendwie Notfall haben oder so. Kann das auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir da den Kommandanten mit haben. So, den kann man auch immer dahin fahren, wo irgendwie gerade die Auslastung hoch ist. Das macht natürlich auch Sinn. So, sicher ist ja alles ready. Erstmal. Also wir können hier wohnen. Weltraumbar an. Die Weltraumbar wird noch gebaut. Farmen sind sie auch gerade dabei. Machen wir ein bisschen schneller. Benennen. Skin wechseln geht auch. Cool. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Jurassic World Pete-Gehege, ne? Also für die Flugsaurier. Ja, nehmen wir mal das hier. So, das ist Chemnitz. So, Chemnitz sieht ein bisschen anders aus als Leipzig und Dresden.
So, schaut mal hier, Leute, die... Nein. Oh nein! Das Problem ist jetzt, Leute, wenn ich jetzt die Rakete lande hier, dann hauen die alle ab. Gibt es eigentlich auch eine Komfortübersicht? Gibt es auch, Leute? Ja, guckt mal hier. Hier sehe ich das alles. Zufriedenheit ist 0, Komfort ist auf 4. Hier, diese Balken müssen wir erhöhen. So, dann lass mal eben schauen. Hier geht es nämlich auch deutlich höher. Lass mal hier auch den Komfort ein bisschen erhöhen, weil dann pflanzen die sich, glaube ich, auch deutlich mehr fort. Wobei, hier haben wir aktuell nicht so viel Platz mehr. Ich schau mal, ob ich hier irgendwas reinquetschen kann irgendwo. Hier ist alles voll. Hier könnte ich halt noch was... Machen wir hier einen kleinen Brunnen hin. Immerhin. So. Hier würde ich halt noch was anderes vielleicht hinsetzen. So, und in Chemnitz... es gibt auch einen Spielplatz. Spielplatz gibt's auch, Leute. Okay, in Chemnitz gibt's auf jeden Fall einen Spielplatz. Ingenieure und Geologen erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Das ist cool. Auf der Erde erscheinen mehr Bewerber. Wir nehmen das schon mal mit. Es könnte sein, dass wir mehr Leute brauchen. Höhenpolarisierung, das ist neu. Gebäude müssen seltener gewartet werden. Ja, let's go. So, okay. Ich würde gleich mal ein bisschen Nahrung noch ranholen. Sicher ist sicher. Polymer. Nochmal einen kleinen Vorrat. Elektronische Geräte. Brauchen wir auch. Guck mal, einen Thronhub würde ich noch mitnehmen, wenn möglich. Nummer 2 mit. Sehr gut. Ja, nee, das finde ich gut. Starten. Ja, das ist leider bitter, Leute. Die werden wir jetzt alle verlieren. Die werden jetzt alle nach Hause machen. Ist wahrscheinlich nehmen die jetzt sogar die Frachtrakete, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist dann jetzt einfach so. Mal sehen, ob die jetzt gleich einsteigen, sobald die landet. Da muss ich einfach viel mehr drauf achten, auf den Komfort. Colonists are departing. Oh, ist das bitter. Guckt euch das an. Guckt euch das an. So, wir müssen ganz schnell... Ey, wisst ihr was, Leute? Ich würde wahrscheinlich sogar die Rakete jetzt erstmal hier landen, die wir hier haben. Okay, dann geht's nicht nach Chemnitz, dann geht's erstmal nach Dresden für euch. So, dann das mal. Aber das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Okay. Und da sind die neuen. Da sind jetzt die neuen. Gut, ich würde wahrscheinlich sogar dann gleich... wir brauchen einfach noch mehr Kolonisten. Wir müssen jetzt... wir haben dann zwar keine guten Spezialisten, aber das ist jetzt erstmal so. Wir müssen die jetzt so schnell wie möglich wieder starten, die Raketen. Und dann sofort neue Kolonisten ranholen. Wir müssen jetzt die Kolonien erstmal irgendwie beleben. Ja. So, und ich würde mal hier die wieder starten. Ach, da geht immer nur eine Schicht. Okay, dann machen wir so. Und Forschungslabor, wie viele Arbeitsplätze haben wir noch frei? Arbeitslos 4, sehr gut. Dann machen wir so hier. Ist nicht optimal, aber ich glaube, das sind trotzdem... Nee, das ist Wissenschaftler, Ingenieur... hier ist auch Ingenieur. Ja, das ist nicht optimal. Da müssen wir früher oder später, wenn wir dann können, müssen wir das ein bisschen switchen. Aber ich will jetzt erstmal, dass die wieder läuft. Die Forschung muss erstmal laufen. Was cool ist, wir haben Erkunder-KI erforscht. Dadurch, dass wir einen Erkunder haben, kriegen wir jetzt 100 Forschungspunkte mehr. Also wir haben fast wieder so viele Forschungspunkte wie davor. Oh Mann, ey. So, und Chemnitz? Chemnitz wirkt komplett ausgestorben. Was ist denn da los? Na gut, schauen wir mal, Leute. So, 20 von 30 betankt. 0 von 30, okay. So, machen wir ein bisschen schneller. Die Rakete können wir starten. Lass mal eben abchecken, wie grün der Mars mittlerweile ist. Guck mal da. Toll. Wobei ich sagen muss, wenn 0,08 schon so ist, bin ich sehr gespannt, wie es dann aussieht, so bei 1% und 10%. Ne? Weil 0,08 ist ja nichts. Ist ja nothing. Ab jetzt. Auf nach Hause. So, die Rakete ist schon an der Erde. Nachschub. So, wir holen jetzt dringend Passagiere für Chemnitz her. Anwenden. 12 von 12. Okay, wir starten die erstmal.
Und sobald die andere Rakete, die wir gerade gestartet haben, ne, sobald die an der Erde ist, werde ich sofort noch mehr Leute für Chemnitz holen. Ich baue schon mal eine zweite Wohnanlage hier hin. Bep. So, wir können schon mal gucken, was wir hier anbauen wollen. Oder was wir hier anbauen können. Alter! Okay, also die Ernte ist ja mal richtig, richtig hoch. 17 in 2 Soll. 40 in 5 Soll. Und verbessert sogar die Bodenqualität. Machen wir Sojabohne. Dann machen wir Kartoffel. Und dann machen wir Sojabohne. Dann müsste sich das mit dem Boden immer wieder mehr als ausgleichen. Wahrscheinlich nächste sogar ein bisschen Überschuss dann. Aber gut. So, Wohnanlage wird gebaut. Sehr schön. Die Polymerfabrik ist übrigens auch schon längst fertig, ne? Wir warten jetzt nur noch auf die Arbeiter. Okay, ja, wir warten jetzt einfach, bis die Raketen, ne, bis die am Ziel angekommen sind und wir holen dann auch sofort noch mehr Leute ran. Das hat jetzt uns ein bisschen zurückgeworfen, dass 9 Leute aus Dresden Heimweh hatten und nach Hause wollten zur Erde. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Anomaly analyzed. Ich hoffe nur hier Meteoritensturm, dass uns das nicht allzu krass erwischt. Mal gucken. Willkommen in Chemnitz. New colonists have arrived. Übrigens, wir können gleich noch eine Rakete holen. Na, Chemnitz passen jetzt 28 Leute rein. Okay. Alles klar, Leute. Wir kriegen jetzt einfach nur 12 normale Leute ohne Spezialisierung. Starten. Okay. Wir können nämlich einiges an Manpower noch gebrauchen. Für die Polymerfabrik. Aktuell produzieren wir 1,2 Polymer pro Säulen. Da geht auf jeden Fall deutlich mehr. Da geht deutlich mehr. So, aber die Farm läuft. Ich sehe übrigens gerade, guckt mal Leute, wir erkennen sogar anhand der Farbe von dem, was die anhaben, was für eine Spezialisierung die haben. Und guckt euch mal den Unterschied an. Botaniker, Arbeiterleistung plus 108. Ne? Und Geologe, 63 nur. Okay. Meteoriteneinschlag incoming, Leute. Hier haben wir die Aufforstfabrik und Treibhaus. Ansonsten sieht es aber noch gut aus, ne? Anomaly found. Okay, das war knapp, aber alles gut. Ah, das ist ja das Coole, diese Meteoriten, ne? Habt ihr gerade gesehen, der ist hier eingeschlagen und es ist hier eine Anomalie entstanden. Sehr geil. Okay. Wasser minus 11. Aber das ist, weil das Rohr kaputt ist, oder? Hoffe ich zumindest mal. Wassererzeugung 12. Stopp, Leute, wieso ist der Wasserbedarf so hoch? Ah, wegen dem Leck im Rohr. Okay, Leute, ich verstehe. Deswegen ist auch der Sauerstoffverbrauch so hoch, wegen dem Leck. Macht Sinn, ich verstehe. Kann ich hier irgendwie die Priorität hochstellen oder so? Das wäre schön. Ja, hier steht's auch. Verliert 13 Wasser pro Stunde und 10 und 11 Sauerstoff pro Stunde. Aber wird schon repariert hier. Sehr gut. Okay, wir gucken mal, was passiert. So, ja, soviel zu dem Thema, die Ressourcen verschwinden nicht, schade. Die Meteoriten, die sind gerade richtig unangenehm. Alter. Es geht gerade alles vor die Hunde. Hier auch. Ey, wisst ihr, was jetzt übelst geil wäre, wenn wir jetzt hier noch eine extra Verbindung hätten, ne? Aber gut, das macht jetzt keinen... Ist jetzt zu spät. Aber was soll ich machen? Ich kann jetzt ja nur hoffen, dass ich das rechtzeitig reparieren. Das geht noch 1 Soll und 21 Stunden so. Sektor scanned. Wobei die Drohnen relativ schnell reparieren. Alter, ist das übel. Ja, wir brauchen Umwelt. Wir brauchen unbedingt... Stopp. Hier gibt es jetzt ein Problem. Die Drohnen... Zu weit von einem funktionierenden Drohnenkommandanten entfernt. Das Drohnenhub hat keinen Strom mehr, Leute. Deswegen, wenn ich jetzt nichts mache, bricht alles zusammen. Also wir haben auf jeden Fall noch hier... Ah, hier die Verbindung ist gekappt.
Und wir haben hier keine extra Batterien. Wir müssen hier müssen die reparieren. Okay, hier muss der Kommandant hin, hier muss repariert werden, damit das Drohnenhub wieder mit Strom versorgt wird von den Batterien oder von den Windrädern. Das müssen wir auf jeden Fall besser lösen. Wir müssen hier, glaube ich, dann irgendwie Batterien hinsetzen, nochmal zusätzlich, falls sowas passiert. Wobei das auch schon ein bisschen unlucky ist, weil so weit sind die Batterien jetzt nicht von dem Hub entfernt. Okay, alter Schwede, das ist gerade richtig übel. Krass, Mann. Kommandeur, her bin ich mit dir. So, okay, es funktioniert wieder. Wir haben wieder Strom. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon wieder repariert haben. Aber ich schicke den Kommandanten, wobei ich habe... Unsere Kolonisten haben Durst. Gut, wir haben gerade eigentlich andere Probleme, Leute. Ich würde mal mit der Rakete noch nicht landen. Hier, dann, wenn die kommt, ne? Wir warten mal noch. Aber die können wir starten. Die können wir starten. Okay, let's go. Schnell nach Hause. Alter. Das Witzige ist, in Chemnitz sind doch erst vor nicht allzu langer Zeit die Touristen gekommen, oder? Die müssen sich auch denken, was geht denn hier, aber, ne? So, hier gibt es auch Sauerstoffprobleme. Aber die Drohnen da arbeiten doch wieder, oder? Die sind dabei, die reparieren. Och Mann, ey, das geht noch voll lange. Es ist, glaube ich, wieder alles intakt, Leute. Also unsere Drohnen, das funktionieren will. Wir haben da gutes Netzwerk aufgebaut. Die sind immer schnell dabei. Meteor incoming. Ach, come on. Zerstörte Gebäude 19. Ach, die sind alle kaputt. Neu aufladen, neu aufbauen. Kann ich alles neu aufbauen? Steuerung, linke Maustaste. Für alle. Uff, Mann. Das ist echt krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm wird. Aber irgendwie... Hey! Ist gar nichts passiert. Stattdessen ist jetzt hier ein Metallvorkommen. Okay, das ist sogar gut gewesen. Voll gut. Das ist gut, dass wir gerade einen Meteoritensturm haben. Der hilft uns zwar weiter. Ich finde das gerade richtig gruselig, ey. Ich habe richtig Angst, dass wir den Durchgang jetzt hier nicht schaffen. Ich wollte den Mars eigentlich noch ein bisschen grüner machen als bisher. Okay, 18 Stunden Daumen drücken, Leute. Das ist gerade echt ein sehr, sehr... Das ist ein Magic Moment so, ne? Also hier kann jetzt alles vor die Hunde gehen. Aber wenn wir das überstehen, glaube ich, dann können wir erstmal einiges sichern. Und ich lerne auch gerade sehr viel dazu. Ich lerne gerade viel dazu. So, hier ist nicht so schlimm, hier ist noch Beton. Okay, alles gut, nichts passiert. 4 Stunden. 3. 1 Stunde. 0. So, okay, wir haben es gleich überstanden. So, Leute. Wir haben erfolgreich den Meteoritensturm überstanden. Ich fand es ganz schön krass, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Ey, bloß gut, dass unser Drohnennetzwerk relativ gut ist, ne? Also wir hatten 1, 2 Ausfälle, wo die Drohnen nicht mehr funktioniert haben, aber dann konnten wir einfach mit den Kommandanten arbeiten. Ey, bloß gut, dass ich den hergeholt hatte und dass der nicht mehr bei der Rampe rumstand. Und das Ding wäre vorbei gewesen. Quarantäne lasse ich mal eben noch an, bis die Leute in Chemnitz alle sind, weil sonst wollen sie halt nach Leipzig, ne? Und im Anschluss würde ich dann Quarantäne in Leipzig aufheben. So, Wohnraum haben wir genug. Sieht gut aus. Tja, wegen Arbeitsplätzen gucken wir jetzt mal. Aber wir können auf jeden Fall jetzt hier, Polymerfabrik müsste jetzt gut voll werden gleich. Und die Produktion müsste auch gut hochgehen. Aktuell sind wir bei 1,1 pro Soll. Das wird gleich gut nach oben gehen. Aber das war ganz schön aufregend. Also ich fand es gerade ganz schön aufregend mit dem Meteoritensturm. Auf nach Chemnitz mit euch. Aufi, aufi. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon zugeteilt wurden. Das sieht schon viel, viel besser aus. Guckt mal hier. Wunder, wunderbar. So, Produktion. Pro Soll 3,5. Können wir mal gucken. Wir haben einen Verbrauch von 1,1. Und die Produktion geht jetzt gut nach oben. Also wir machen jetzt Überschuss. Das ist sehr, sehr gut. So, Maschinenteile machen wir auch Überschuss. Jetzt, der nächste Ziel ist jetzt elektronische Geräte.
Wenn wir das dann haben, Leute, dann geht's ab. Ne? Dann geht's ab. Und guckt mal, wie grün der Mars schon ist, Leute. Ah, das sieht halt echt... Ja, es sind halt nur Flechten, mehr ist das nicht. Man muss ja irgendwo muss man ja anfangen. Kann ich mit ihm noch irgendwas machen? Ich kann ihn ausschnachten. Machen wir das mal. Dann würde ich sagen... Das nächste Ziel ist jetzt Edelmetallvorkommen abbauen. Und diese Edelmetalle können wir dann umwandeln in Elektronikteile. So, jetzt muss ich noch schauen. Edelmetallextraktor. 12 Arbeiter. Das könnten wir also quasi hier hinsetzen. Das ist dann außerhalb. Das können wir dann hier machen. Oder wir machen das in Chemnitz. Könnten wir das hier hinsetzen. Ja. Das Problem ist jetzt nur... Polymerfabrik, Elektronikfabrik. Die muss dann innerhalb sein. Okay. Das wird in Chemnitz ein bisschen eng. Aber hier ist halt auch nicht mehr so viel Platz. Ich glaube, wir müssen fast noch eine Kuppel bauen, oder Leute? Was meint ihr? Auf jeden Fall würde ich das hier dann weggruppen alles. Und dann machen wir hier irgendwo die Kuppel hin. Und versuchen dann die mit der zu verbinden und die mit der hier. Und dann ist das alles miteinander verbunden. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Weil je nach Bedarf können die dann einfach rüber switchen, die Leute. So, und die Rakete ist ready. Ganz schön großes Bauprojekt. Und das ist ready. Dann ausschlachten. Das hier... Ah, das geht instant weg. Okay, abgefahren. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert. So. Das hier alles weg, bitte. Okay. Rein theoretisch können wir jetzt diesen Abschnitt auch wegmachen, weil wir haben ja hier eine Verbindung erstellt. So. Die Rohre hätten wir dann wahrscheinlich sogar lassen können. Ne? Aber egal, ihr wisst ja, dass ich ein Fan davon bin, dass das mit den Stromkabeln verläuft. Das hat nämlich auch den Vorteil, wenn da ein Meteorit einschlägt, dass auch gleich beides kaputt geht. Dann kann man gleich beides gleichzeitig reparieren. Ja, das bauen wir mal anders hin. Das Ding. So, okay, alles klar. Ja, das können wir theoretisch... Tunnel von hier rüber und dann von da hier hin. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Let's go. Oh, habt ihr es gesehen hier gerade? Wie es ja noch grüner wurde. Okay, Kuppel ist ready. Ich habe mich übrigens jetzt entschlossen, bei allen Kuppeln diesen Skin zu nehmen. Ich finde den nämlich vom Optischen viel, viel ansprechender. Als wenn da einfach nur so eine Glaskugel ist. Ich finde, das sieht geil aus. So. Cool. Dann lasst mal die Tunnel testen. Können dann theoretisch auch schon mal eine Passagierrakete ranholen. Ich glaube, das mache ich schon mal. Okay, 7 ohne Spezialisierung, ein Botaniker, ein Ingenieur, 3 Geologen. Geologen ist gut. Wir wollen sowieso, wir wollen ja bald Edelmetall abbauen und so. Mit einer Mine, ne? Da ist Geologe gut. Starten. Tunnel. Von hier nach da. Cool. So, dann Tunnel. Können wir hier ansetzen. Oder nee, ich würde mal hier ansetzen, von da. Hier mit verbinden. Das wäre quasi... Hier hätte ich gerne den Knick. Das Problem ist nur, dann... Ach, man kann man Durchgänge machen? Wartet mal. Stopp. Ermöglicht es Fahrzeugen und Drohnen Durchgänge zu nutzen. Muss über einen kompletten Durchgang gebaut werden. Also ich denke, das ist dann richtig, ne? Weil ich gerade überlegt habe, wie die Drohnen dann hier vorbeikommen. Aber wahrscheinlich darüber, schätze ich mal. So, und das würde ich so verbinden jetzt. Bumm. Voll geil, ey. Okay, let's go. Das sieht irgendwie fett aus. Ich weiß auch nicht warum. So, wir machen ein bisschen schneller hier. Dann sind sie fertig. Das ist nice, gefällt mir. So. Ich wusste gar nicht mehr, dass das geht. Ich habe das komplett vergessen. Cool, und jetzt können wir hier eine Brücke rüberbauen.
Ist auf jeden Fall wichtig. Ich mach die mal hier hin. So. Und jetzt werden sie das noch fertigstellen. Und wir haben jetzt hier auch Strom, Sauerstoff und Wasser. Bedeutet, ne? Diese Durchgänge verbinden auch gleich die ganzen Lebenserhaltungssachen. Was sehr schön ist. Jetzt würde mich nur interessieren, was ist, wenn ich jetzt hier ein Kabel langziehe? Ob sich das hier mit irgendwie verbindet oder nicht? Ich denke fast nicht. Rein theoretisch können jetzt die Leute hin und her switchen zwischen den Kuppeln. Je nachdem, wie Bedarf ist und so. Ne? Hier steht es auch, Durchgänge für Services nutzen. Ah, die Services verbinden sich auch miteinander. Das ist natürlich geil, Leute. Drohnen-Hub. Okay. So. Bam. Edelmetall-Extraktor können wir schon mal hinsetzen hier. Bums. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das hier weitergeleitet werden kann. Hier rüber, oder? Schätze ich jetzt mal. Ich probiere es einfach mal aus. Ich denke mal schon. Machen wir so hier. Rohrverbindung brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Okay, und die bauen jetzt hier alles fertig, die Drohnen. Sehr schön. Damit das dann hier auch läuft. Sehr, sehr cool. Ja, wir sollten dann hier auf jeden Fall die Lagerplätze, die wir hier haben, sollten wir hierhin verschieben, weil dann würden beide Drohnenhubs drauf zugreifen können. So, okay, mal gucken, ob jetzt das drin, ja, das ist easy drin bei dem Drohnenhub, sehr schön. Oh nein! Ah, nee, das ist ein Tourist. Okay, Leute, der Tourist macht nach Hause, das ist in Ordnung. Das ist okay. So, betankt wird auch, wunderbar, hier ist der zweite Tourist. Ja. Okay, aber es sind auch neue Leute dazugekommen. Wir sind jetzt hier bei 28. Hier sind wir bei 9. Ah, das ist so schön. Das verteilt sich jetzt automatisch immer zwischen den drei Kuppeln. Das ist wunderbar. Das freut mich. So, und hier sind sie noch fleißig dabei, Edelmetallextraktor zu bauen. So, und das Edelmetall können wir dann verkaufen. Oder wir machen elektronische Teile draus. So, elektronische Teile machen wir Produktion, Elektronikfabrik. Könnten wir schon mal bauen, oder? Könnten wir ja schon mal bauen. So, wir hätten theoretisch, hier haben wir keinen Platz wegen dem Ding. Aber hier können wir es hinsetzen. Und theoretisch ist auch Komfort ziemlich gut. Ja, Moral 63, Komfort 50. Weil die Leute nämlich rüber können, nach Leipzig oder nach Chemnitz. Sehr schön. Und wenn dann, ist jetzt einfach mal Berlin. So. Den Meteoritensturm haben wir Gott sei Dank überstanden und wir haben jetzt auch den Grundstein gelegt, ne, dass wir erstmal die wichtigen Ressourcen selber autark herstellen können. Denkt an den Daumen, denkt an Feedback. Ne? Man hat gerade auch in dem ersten Video gesehen, was das auch für einen Impact haben kann für den Algorithmus, wenn ihr da fleißig kommentiert. Und allgemein habe ich mich auch sehr über das positive Feedback gefreut. Das ist halt auch immer eine gute Motivation. So, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ne? Bis dahin, macht's gut. Ne? Tschüssi.